Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Wir geben uns heute weiter 4 die 200 Bars von MI. Finally, die sind jetzt seit 3 Tagen draußen, 3,5 Tagen draußen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe sehr viele Nachrichten von euch bekommen. Ich habe sehr viel Gutes darüber gehört. Und wir haben uns ja vor kurzem auch Drive By 2 angehört von Billy und MI. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, oben im i kommt ihr dazu. Und im Allgemeinen haben wir uns schon sehr, sehr viel von MI über die Zeit angehört. Jetzt die letzten paar Sachen habe ich nicht mehr so krass verfolgt. Ich habe mir vieles alleine angehört, aber auch ein bisschen was verpasst, muss ich sagen. Aber wir sind jetzt wieder back, Freunde, on track und werden uns wieder die neuesten Sachen geben. Jetzt die 200 Bars mit weiter 4. Produziert wieder bei 50, der auch schon bei Drive By 2 einen Mörderbeat geliefert hat. Ich freue mich sehr. 10 Minuten geht das Ding. Ich bin Real Talk gespannt. Ich mache mich auf einen sehr, sehr krassen Real Talk Track bereit. Sagt man das so? Ich mache mich darauf bereit. Ich mache mich auf einen Track. Ich weiß es nicht, Digga. Freunde, Deutsch ist nicht meine Stärke. Wir hören rein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Let's go. Oh, die Winter-EP. Die Winter-EP. Ey, vielleicht können wir da auch nochmal reinhören. Ich will es noch nicht versprechen, aber vielleicht. Okay, Kapitel 1, 1995. Keiner von euch kennt mich, keiner hat einen Plan, wer ich bin, was ich mach, für euch alle nicht real. Geboren 95, Hamburger Süden, als kleiner Junge eher unauffällig, einer von vielen. Ja, Digga, Emma und ich wohnen echt. Ich weiß nicht, ob er immer noch dort wohnt. Aber, Digga, wir wohnen so nah aneinander. Also, Real Talk nah aneinander, Digga. Also, ich wohne ja noch Schleswig-Holstein, aber nähe Hamburg. Und eher Süden von Hamburg. Also, es ist wirklich close, Mann. Es ist close. Es ist close, so wie Miroslav. Klose ist. Digga. Ich wollte einen guten Miroslav Klose-Witz machen, Digga. Hat sich ganz funktioniert. Mein Ziel außer Fußball war nichts anderes im Kopf drin. Profispieler Bundesliga, Piotr Trochowski. Piotr Trochowski, Digga. Der Freistoßkönig. Digga, okay, da kommen Gefühle hoch. Gerade als jemand, der auch HSV-Fan war, slash immer noch mehr oder weniger ist, Digga. Piotr Trochowski, Digga. Piotr Trochowski. Mladen Petric, Digga. Boom, bada bang. Dann Mohamed Zidane. Mohamed Zidane hat auch bei HSV gespielt zu dieser Zeit. Ivica Olic, Digga. Bastian Reinhardt. Bula Rouge. Medi Maravicchia. Bruder. Es waren Legenden, Digga. Frank Ross. Ich habe immer noch ein Trikot von Frank Ross unterschrieben. Oh, das kickt mich gerade, muss ich sagen. Außer Fußball war nichts anderes im Kopf drin. Profispieler Bundesliga, Piotr Trochowski. Jeden Tag am Bolzplatz, spielen auf Beton. Doch das harte Training schaffte meine Krisen nicht davon. Schulisch auf der Kippe, keine lukrativen Mittel, um in Hamburg zu trainieren. Die Karriere war Geschichte. Mit den Oh, Bruder. Auch hier vom Stadion, Bruder. Holy shit, bis jetzt sehr, sehr stark. Real Talk einfach. Real Talk runtergeratet aus seinem Leben. Keine lukrativen Mittel, um in Hamburg zu trainieren. Die Karriere war Geschichte. Mit den Jahren traf die Realität. Freunde kommen, Freunde gehen, doch es geht, wie es geht. Früher beste Freunde, immer Playstation und Fußball. Heute kein Kontakt mehr, doch ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Nur sehr wenig sind geblieben. Digga, so, solche Zeilen hitten hart, finde ich. Weil jeder hat das, glaube ich, gerade wenn man aus der Schule raus ist. Oder irgendwie voneinander wegzieht, man verliert den Kontakt, man verliert sich aus den Augen so. Ist eigentlich schade, Mann. Doch überlebt eine Freundschaft auf Entfernung, ist sie nicht mehr zu verbiegen. Fäden halten wie Stahl, über Waldarea. Oft nur ein Lichtblicker, bei uns ist deren Meinung egal. Ja, erwachsen werden ist kein einfacher Weg. Zwischen Alkohol, Gras und diesem Weiberproblem. Hab schon früher kannte. Digga, auch diese... Ich weiß nicht, was ist, aber das Video so zwischen alten Spots aus seiner Kindheit, aus seiner Vergangenheit und dann dieses mit dem Auto, diese Ansicht liebe ich, Mann. Auf dem Unterricht was falsch, sie züchten dich zum Sklaven, alle ungerecht und kalt. Real Talk, sie züchten dich zum Sklaven. Das ist halt das Ding so. Das Schulsystem ist gegen Selbstständige in allen Formen und Farben, Mann. I mean, man muss irgendwie was finden, damit alle so selber auf dem Leben vorbereitet und einen sicheren Weg haben. Aber Digga, sowas wie Steuern, Miete und keine Ahnung, Schufa-Auskunft, solche Sachen. Digga, das lernst du alles nicht in der Schule. Das Schulsystem ist Dreck, erzwingt Leistung mit Gewalt. Sehen Talente als Problem, statt sie zu fördern, schränkt sie ein. Boah, Bruder, das ist feinster Retalk. Digga, das ist feinster Retalk. Das System ist Dreck, erzwingt Leistung mit Gewalt. Sehen Talente als Problem, statt sie zu fördern, schränkt sie ein.
Sehen Talente als Problem, statt sie zu fördern, schränkt sie ein. Das ist Real Talk so, Mann. Nicht jeder von uns muss unbedingt in Mathematik, Digga, diese 80. Funktion umstellen können. Ja, wenn du Mathe machen willst und dir das liegt, wirst du darin gefördert. Wenn du vielleicht ein Englisch-Pro bist, sollst du darin gefördert werden. Oder wenn du Computer-Stuff gut kannst, dann scheiß auf Mathe oder das irgendwann ab einem gewissen, ab der 100. Gedichtanalyse scheiß auf Deutsch. Und dann mach Informatik, Digga, dafür mehr Stunden so. So ein Schulsystem gibt es, glaube ich, in Schweden und allgemein oben in den skandinavischen Ländern. Und sowas finde ich viel, viel geiler, Mann. Wo man nach seinen Talenten und nach seinem Können und seinem Vorlieben irgendwie dann weiter in diese Richtung gepusht wird und nicht alle auf ein Maß gedingst wird. Konnt nie Noten lesen, stand in keinem Orchester, doch für Rap mehr als ein Musikstudent mit 30 Semestern. Real Talk. Also glaub nicht das, was Leute dir erzählen. Doch mach die Schule fertig, glaub mir, es wird häufig zu Problemen. Jeden Tag am Saufen, Jäger ohne Pause. Dann kam der Tod und zog mich raus aus dieser Schlaufe. Auf einmal war das alles so real, sie war einfach nicht mehr da. In die Zeitung, dann ins Grab, wird schon oft Okay. Kick vom Leben, aber keiner war so hart. Hab schon einige verloren, aber keiner stand so nah. Auch der meinen Namen gab, ist heute nicht mehr da. Rest in Peace, Bruder, für dich mach ich weiter jeden Tag. Holy fuck, Digga. Das sind Sachen, von denen ich auch gar nichts mitbekommen habe. Und ich weiß, es ist gerade das, was am wenigsten im Fokus steht, aber auch dieses Video ist einfach unglaublich schön gerade. Ich weiß nicht warum, aber diese Szenerie sieht sehr, sehr nice aus, Mann. Holy fuck. Wenn dich fragen sie nach, glaubst du an Jahwe Allah? Nach meiner Herkunft, Bruder, guck, mir ist das alles egal. Religion sieht man nicht an wie deine Gucci-Sandalen. Und man brüstet sich nicht damit vor den anderen in Bars. Man verurteilt doch niemand für sein Glauben, ist klar. Real Jeder Talk. so, wie er mag und nicht so, wie sie sagen. Boah, Digga, das ist einfach so guter Real Talk, Mann. Ich kann bis jetzt jedes Wort unterschreiben, zu 100%. Alles eine Sache zwischen dir und deinem Gott. Behalt sowas für dich und publizier es nicht sofort. Vertraue nicht sofort und pass auf, wenn du begegnest. Denn manche hier verleiten unterm Deckmantel des Bösen. Erkennen deine Probleme, aber ziehen dann als Lösung die Verbreitung ihres Hasses in Form von dir in die Erwägung. Ganz kurz, Shoutout an 50, Bruder. Kuss für diesen heftigen Beat. Chapter 2, Reset. Mit den Jahren bin ich kälter geworden und frag mich jeden zweiten Tag, was mich noch hält hier im Norden. Ganz kurz auch, das ist wirklich Winterfeeling. Das gibt mir so ein bisschen. Das gibt mir teilweise Kollega-Real-Talk-Vibes. Und mit Kollega verbinde ich immer Winter, weil ich das erste Kollega-Album, was ich gehört habe, war Zuhälter Tape 4, ja, Jokes on Me. Ich habe sehr spät angefangen, Kollega zu hören, 2015. Und das kam im Winter raus. Und das habe ich, seitdem habe ich, verbinde ich mit Kollega so. Nee, warte, wie? So. So verbinde ich mit Kollega Winter. Und das ein ähnliches Feeling kriege ich hier gerade. Von den alten Jungs ist keiner mehr geblieben. Gründen eigene Familien, bleib allein und musiziere. Seit ich 18 bin, schreibe ich schon noch tausende Songs. Doch immer Hauptstraße, Dachgeschoss, außen Beton. Ich will raus hier, einfach in den Flieger und dann weg bei. Dafür muss ich noch ackern, Bruder, finanziell gedeckt sein. Doch schieb die Träume beiseite und Hamburger SV10, Maisep. Komm zurück in das Leben, ich war es leid, auf alles Rücksicht zu nehmen. 2013, dann hat's Mike begann mit Battle Rap. Damals kein Gejaule, sondern straight in deine Fresse Rap. Ohne Digga, diese alten Aufnahmen. Aber mit Spaß an der Sache. Niemals Fame-Gedanken, rappte keine Parts für die Masse. Schrieb den ersten Song, um Message in ein Part zu verpacken. Das war noch weit vor Autotune und Balenciaga-Bauchtaschen. Ja, Mann. Die ersten 100 Euro von der Sparda-Bank ab. Es war ein Traum davon zu leben, damit Bares zu machen. Doch das Geld kommt, geht, so wie Freundschaft und Frauen. Deshalb folgt deinem Traum und der Rest nimmt seinen Lauf. Noch heute hängen die Poster von den Crew-Decks im Zimmer. Digga, und ich will das auch betont und einfach immer weitermacht und immer weitermacht, Mann. Nie wieder Arbeit, sondern nur Rap für immer. War nie Geld fokussiert, wir hatten immer viel Gute zu wenig. Zeit. Aber willst du überleben, brauchst du mehr als die Genetik, um im Käfig zu bestehen und immer gegen das System. Hier sind die Ebenen verdreht, guck, ich schräge das mal eben. Erstellt deinen Zukunftsplan, Newsformat, YouTuber, Berichte über Rap und Kommentare meiner Zuschauer. Digga, das wusste ich gar nicht, dass er mal diese YouTube-Schiene vollgefahren ist. Deswegen finde ich, das ergibt jetzt auch voll Sinn, dass Emma, finde ich, in so, wenn er solche Challenges macht oder so, voll gut zur Kamera reden kann und voll gut so wie ein YouTuber wirkt. Weil andere Rapper haben voll so Probleme irgendwie, finde ich, teilweise flüssig vor der Kamera ansprechend zu reden. Machen das sehr steif und sehr so in ihrem Rap-Ding, so alles nach Plan. Aber Emma hat das immer so locker gemacht und wusste, wie man mit der Kamera umgehen muss, finde ich. Das ergibt voll Sinn jetzt, Mann. Plötzlich kam die Kohle, doch für Rap begann ich hochverrat. Es ging nur um Geld und Klicks und darum etwas hochzuladen. Plötzlich kam die Kohle, doch für Rap begann ich hochverrat. Es ging nur um Geld und Klicks und darum etwas hochzuladen. Digga, sehr stark, dass er das so sagt und auch nicht die Vergangenheit verschleiern will, sondern so offen darüber berichtet jetzt. Strong, starke Worte, Digga. Nur für Money.
alle begraben unter Tonnen von Klicks. Also hab ich alles gelöscht. Lieber fang ich neu von Null an, doch behalte meine Liebe für Rap. Doch es lief nicht, die Fanbase war kaputt. Rippe Songs über Songs, steh am Fenster und buff. Ich wollte aufhören mit Tracks. Ein Song raus, dann bin ich weg. Anfang des Jahres und beginn dann eine Ausbildung statt Rap. Doch die Resonanz zeigt, dass unter Tausenden von Tracks sich ein Haufen von Talent unter der Staubwolke versteckt. Also, oh, wer das beschreibt, man, holy fuck. Habe ich mir mein Track nach zum Motto. Machte weiter und der Hype kam wie ein Sechser am Lotto. Seit dem Tag glaube ich an Karma. Es ist das, was du getan hast. Ob du wartest auf Samsara oder gehst, weil du ne Plan hast. Nebenbei mit Diskus weggedisst mit Papas. Denn ein Teil blieb noch immer dieser Battle-Typ von damals. Ja, Mann. Ich gebe niemals auf, steh ich am Ende damit 30 und hab immer noch kein Album verkauft. Digga, Gänsehaut, Gänsehaut. Gänsehaut am kleinen C und am Sack. Ich sag's, wie es ist. Attitude, okay. Rap gab meinem Leben einen Sinn. Seit dem Arsch von Matters LP wusste ich plötzlich, wer ich bin. Setz mit Risiko auf Win, meine Ziele sind utopisch. Sah schon auf den Kliniken in die Augen des Todes. Digga. Setz mit Risiko auf Win. Das ist auch so eine Aussage, so. All in, Digga. Du musst all in für deinen Traum gehen. Ich hab nichts zu verlieren, weil ich am Ende weiß, er holt mich. Bis da hol ich uns raus, auch entgegen aller Logik. Sie sagten, ruh dich aus, mach auf safe, steh und warte. Doch lieber geh ich drauf, als den Weg eines Sklaven. Ja. Ich geh nicht mehr in Clubs, weil ich hasse das Klischee. Auf Alkohol, dein Messerstich, man alles schon gesehen. Weiber ficken, Herzen brechen, morgens wieder gehen. Tausendmal erlebt und vielleicht könnt ihr mich verstehen. Am Ende zählt nicht, wie viel Weiber in den Nächten du hattest. Sondern welche ist doch bei dir auf der letzten Etappe. Wenn ich eins gelernt hab, das ist einfach feinster Retalk, Mann. Holy shit, Digga. Holy shit. Ich bin eigentlich kein Freund davon, aber verbreitet das bitte noch mehr. Also ich bin kein Freund davon, bei anderen Leuten so die Kommentare zu spammen. Hört ihr das an? Macht das, reagiert da drauf so. Aber macht das dieses eine Mal bitte, Digga. Das ist so stark, Mann. Ich weiß nicht, ob hat Marvin schon drauf reagiert? Schickt das sonst mal Marvin rum, Digga. Marvin California. Ich glaube, der würde das unglaublich krass fühlen. Der würde das sehr, sehr krass fühlen. Also Leute wie Jay und ich denke, Jay Jiggy werden eh drauf reagieren oder haben vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber schick das mal Marvin California rum. Da interessieren mich seine Worte sehr krass zu, Mann. Der würde das sehr, sehr gut fühlen, glaube ich. Oh, Digga, Abo-Bett wahrscheinlich, ja. Danke. Dann nie aufzugeben, Schlaf geht verloren, wenn du versuchst, deinen Traum zu leben. Vermeide Leute, die probieren, es dir auszureden. Fokus liegt auf rauszugehen aus dem System und nicht mit 50 draufzugehen. Du wirst älter, deine Eltern werden sterben. Klingt hart, das sozusagen, deshalb halte sie in Ehren. Versuch dich selber zu ernähren, sei nicht abhängig von anderen. Verstell nicht deine Werte für den Fame, für den Job oder für eine Frau. Bleib du selbst, sei loyal, weil sie kriegen es raus. Funny, Fame oder Geld fokussiert. Wollte Song bringen nach Song und die Welt therapieren. Mittlerweile gebe ich fix auf. Oh, und die Welt therapieren. Und dann war, glaube ich, im Hintergrund das Logo von der Therapie-EP. Oder es hat irgendwas von der Therapie-EP war da. Digga, auch Gänsehaut, einfach wieder Flashback. Deine Hits und diese Major Labels, für andere schreiben damit Manager, die Geld erzählen. One Man Show, wird schon immer alles selber regeln. 25 Jahre, ich will raus, um diese Welt zu sehen. Mein Leben 24-7, nur Rap. Ich bereise fremde Länder nur für Videosets. Sitze nachts allein zu Hause, suche Beats und schreib Tracks. Bruder, Party ist nicht drin, ich schreib mal wieder einen Text. Hab mittlerweile über 800 Songs, ja vielleicht brauch ich noch paar tausend, bis die 800 Songs, Digga. Das ist krass, Mann. Das ist krass. Du kannst 800 Songs als Independent-Typ haben, die um Weiten besser sind als irgendein One-Hit-Wonder, sag ich mal, ja. Was dann nur ein Song braucht, aber von einem Major-Label eine dicke Promo bekommt und dann läuft's. Das ist traurig, Digga. Platte mal kommt, Geduld zahlt sich aus, sagt die Jadek voraus. Das Problem mit der Zeit, diese Partektik auch. 40 Stunden Arbeit, jede Woche dazu Fullrap. 120 Stunden, nenn mir einen, der das durchhält. Jahrelang am Rennen zwischen Treue und Verrat. Karma kommt und es gönnt, ich bereue keinen Tag. Danke Gott, danke euch für die Money Rolls. Fick auf Hunde, die nicht standen können wie Maxi Boats. Ich bereue keine Tat, keine kleinste Sekunde. Jeder Bruder, der noch da ist, ist ein Teil dieser Runde. Danke Monte, auch wenn's niemand mehr weiß. Ohne dich wäre diese Scheiße heute niemals gehypt. Holy shit, Digga. Monte hat ab und zu darauf reagiert. Und ich glaube, Monte hat von MySep auch wirklich ein paar Songs in seiner Playlist lange Zeit gehabt. Fun Fact, Digga. Ich habe nebenbei hier gerade ein Monte-Video offen, was ich mir ansehe. Er wusste auf jeden Fall, das hatte mich überrascht, Monte wusste auf jeden Fall,
Ich glaube, also ich glaube zu den Zockerzeiten, als Miles aber auch so Zockertracks gemacht hat, eine Zeit lang hat er viele gehört. Aber es hat mich überrascht, dass Monte. Ah ja, hier. Anti-Hacker-Song. Track bei Miles. Das, Digga, das habe ich gar nicht mitbekommen, so wirklich, weil ich Monte auch erst spät entdeckt habe. Aber bei den Reportagen und MI-Songs oder so, wusste Monte immer, wer MI ist. Und es hatte mich gewundert. Aber krass. Digga, ist heftig. Chapter 4. 2020. Digga, bis jetzt Gänsehaut. Die Jahre, sie vergehen. Rap bringt neue Freundschaften, guck und andere vergehen. Ich wünsch euch alles Gute, keine Negativität. Doch alleine bleib ich RFDF und besteh. Die letzten Jahre voll von Panikattacken. Meine Psyche war gefickt von zu viel Arbeit im Nacken. Täglich depressive Phasen und Probleme mit dem Schlafen. Mit dabei täglich die Angst, in diesem Leben zu versagen. Nur auf Paracetamol oder Novaminsulfon, weil die Schmerzen in meinem Kopf wurden zu physischen Symptomen. Meine Ex-Freundin wirft sich vor den Zug oder sagt. Was willst du tun? Dieses Leben ist ein Fluch. Ich mach alles mit mir selbst aus, Dicker. Erzähl niemanden ein Wort und es klappt. Mittlerweile bin ich stärker als zuvor. Nie mehr wieder Drogen, die mich schießen in den Orbit. Pass mich selber mit der Mucke und dann fliegen wir nach vorne. Digga, ich glaube, Miser ist einfach wirklich so eine Person, die aus jedem Niederschlag noch stärker wird und als ein größerer und stärkerer Phönix aus der Asche wieder aufkehrt und sich von nichts unterkriegen lässt. Man, diese Mentality, Mann. Ich bin nicht als Vorbild, dieser Weg hier war ein Chaos. Mit mehr Glück als Verstand, oft mit Rückgrat zur Wand. Doch gib mit, was ich fand, mit dem Stift in der Hand. Dieses Biss macht dich krank, bist du bisschen bekannt. Musst erkennen, dass hier leider keine Eier hat. Wegen einer Lein wollen sie mich stechen in der Heimatstadt. Ekelhaftes Business, keine Punchlines erlaubt. Sitzt mal keine Schlägertypen, kommt der Anwalt ins Haus. Ratet mal, warum hier keine Diss-Tracks mehr kommt. Du riskierst dein Leben, deine Existenz für einen Song. Digga, das war auch ähnlich. Das ist ja bei Jack von Crack das beste Beispiel, gerade das aktuellste, glaube ich. Er hat ja den Carmen Geist-Diss-Track gemacht. Und da muss er jetzt ja auch eine Geldstrafe zahlen, Digga. Nach außen immer so, ah, wir sind die Reichsten, wir sind die Geistens, bla bla bla. Aber dann irgendein Internet-Rapper auf ein paar tausend Euro Kleingeld verknacken. Also nicht verknacken, aber verklagen. Und ich habe auch Post bekommen von Carmen Geistes Anwalt, Digga. Weil ich eine Reaction gemacht habe. Und die haben mir auch direkt gedroht und meinten, ey, hier, Bro, nimm das so schnell wie möglich offline, sonst gibt es Konsequenzen, ja? So schnell wie möglich. Mit sofortiger Wirkung möchte Carmen, dass dein Video entfernt wird, Digga. Und was soll man da machen, Digga? Da passt man natürlich auf. Das ist klar. Und ich habe von solchen Stories wie das mit Jack van Crack, habe ich noch eine Handvoll andere gehört, die noch gar nicht public sind. Wo auch Leute Diss-Tracks nachher löschen mussten und auch noch ein Prozedere dahinter ist jetzt. Das fuckt echt ab, Digga. Dieses lächerliche Drecksbiss, ich spuck auf euch Ratten. Guck mal, keiner hier verbietet mir die Mucke zu machen. Alle abgehoben, fake und beflügelt vom Hype. Schwören täglich auf Gott, aber lügen dabei. Guck mal, Stresslevel immer überm Limit. Deshalb landete ich Anfang zu 20 in der Klinik. Guck mal, zittert wie bei Parkinson. 2 Tage, um drauf klar zu kommen. Digga, heftiges Finale gerade. Ich bin Tempo weiter, weil ich bin noch lang nicht angekommen. Ich wurde nie an die Hand genommen. Geht's darum, wie das Leben läuft? Frag mich, was die Mädels wollen. Am Ende seid ihr eh enttäuscht. Tut mir leid, dass du mich so krass geliebt. Das aber ich hab kein Vertrauen und steck meinen Fokus in nieder. Schreib mit Hochdruck mal wieder, streck per Schrotschüsse nieder. War auf Ansage, JCC nach Abschluss der Sieger. Real Talk, Digga, Real Talk. Begann die Welt, knack die 1 Million Streams. Apropos, ganz kurz Statement zum JCC, Freunde. Ich habe hier und da ein bisschen was reingehört. Ich fand das Turnier nicht so nice, Digga. Ich habe keinen Bock gehabt, immer so upgedatete Reactions zu machen. Wir können uns da vielleicht noch ein paar Highlight-Songs geben in der Reaction. Ja, ich habe nicht alles gehört und teilweise ein bisschen was. Aber ich habe keinen Bock, mir das ganze Turnier jetzt aufzuarbeiten, weil ich manche Sachen da echt zu wack fand. Und ich hatte nicht so das Feeling dafür. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Wir können uns vielleicht ein paar Highlight-Songs geben, so. Aber ich bin nicht im Mut, mir alles aufzuarbeiten. Ist alles nur ein Zeichen, sie fangen an zu kapieren. Reportagen bleiben. Ist egal, was passiert. Die Gemeinde und die Fam gewinnen zusammen und verlieren. Diese Welt ist nicht einer für alle, sondern einer für sich. Und den Rest lässt man fallen. Der kann nix hält zusammen. Das wird deutlich gezeigt. Diese Menschheit ist verdreckt und mit dem Teufel vereint. Oh. Holy fuck, Digga. Macht euch auf das nächste Jahr gefasst, Freunde. Wir werden oh. alles auseinandernehmen. Gänsehaut, Digga. Gänsehaut, Digga. Man hört diesen Hunger und dieses, er will was machen in diesem Jahr. Er hat dieses letztes Jahr schon geackert, 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 aber dieses Jahr muss ihm gehören. Man hört es in der Stimme. Boah, wirklich Gänsehaut, Jungs. Damn. Damn. Holy fuck.
Das war unglaublich stark, Mann. Das war einfach. Ich kann jedes Wort, das er gesagt hat, unterschreiben einfach. Einfach unterschreiben, Digga. Zack, ich hab's unterschrieben und abgeschickt. Holy shit, Mann. Einfach. Er hat so vieles auch preisgegeben, was ich gar nicht wusste. Vielleicht war einiges schon teilweise öffentlich, ich weiß es nicht. Aber so vieles neue Sachen über ihn. Er hat alles so gut aufgearbeitet und finde ich damit den perfekten Startschuss für dieses Jahr gegeben. Für ihn. Und für uns jetzt auch somit. Damn. Abnormal krass. Abnormal krass. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Track rein, Freunde. Und wie gesagt, wir werden vielleicht bei der Winter-EP nochmal reinhören. Und Digga, gönnt auf jeden Fall beim Originalvideo nochmal einen Aufruf und Daumen nach oben. Ich würde mich auch sehr mit Daumen nach oben freuen. Die helfen gefühlt beim YouTube-Algorithmus in letzter Zeit mehr denn je. Also push gerne ein Like nochmal rein, Freunde, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, so wie immer, ja. Und ciao.